Namaste, Namaske, es ist gefährlich oder während den Anfängen. Herzlich willkommen zum Kaimi Report, einer weiteren Folge auf dieser Arche Noah, der Selbstdenker, der Freidenker und der Körperbewussten. Nun, es gibt wieder sensationelle Neuigkeiten, weil die Taskforce-Chefin Tanja Stadler findet, 2G statt 3G könnte eine Option sein. Sie nimmt Getestete ins Visier und gibt der Technischen Rundschau der Schweiz den Blick auch gleich ein Interview. Dieses Interview könnt ihr selber lesen. Es empfiehlt sich allerdings, so einen persönlich-körperlichen Abwurfschacht neben der Lektüre zu platzieren, denn wenn die Dame das Maul aufmacht, dann lügt sie von der Spitalbettenkapazität bis zur Wirksamkeit, bis zu den Nebenwirkungen dieser Impfungen. Aber lest es selbst, es ist unten in der Infobox verlinkt. Also, solche Artikel treiben mich natürlich wieder in den War Room. Und wir haben jetzt noch etwa 6 Wochen bis zur großen Abstimmung am 28. November in der Schweiz zum Covid-19-Gesetz, die zweite Abstimmung. Und ich war ja am Wochenende so ziemlich unterwegs, auch in politischen Kreisen. Ich wusste gar nicht wirklich bis am Freitag, dass am Samstag eine Demo ist in Basel. Finde ich irgendwie auch noch speziell. Ich bekomme Anfragen aus Fribourg und lieber Daniel, der mich schriftlich angefragt hat, ich finde dein Mail einfach nicht mehr, ob ich in Fribourg auf Französisch an der Demo sprechen würde. Geht leider nicht. Erstens ist mein Französisch dann doch nicht so gut und zweitens bin ich schon an einer Herbsttagung einer politischen Partei. Also sorry, da werde ich angefragt, aber in Basel hat mich niemand angefragt. Ich weiß nicht mal, wer die Veranstalter waren. Also nicht, dass ich das vermisse. Ich muss, weiß Gott, nicht meine Samstagnachmittage da auf dem Rednerpodium von Demos verbringen. Aber es ist manchmal schon ein bisschen eigenartig, wie das Ganze läuft. Nun, ein Rückblick sei erlaubt und wenn schon, War Room, wir dürfen es nie vergessen, weil ein wichtiger Mann hat das ja gesagt. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Also, wenn dem so ist, oder? Und darum arbeiten wir jetzt auch mehr und mehr aus diesem War Room. Es ist schön, dass unser Video vom letzten Sonntag über die Schlumpfungen doch bereits nach 24 Stunden weit über 20.000 Viewer gefunden hat auf marco.kaimi.ch und auf meinem Telegram-Kanal. Und ich habe ja in den Blogs drinnen auch diese Auflistung gebracht mit den Informationen über gewisse medizinische Maßnahmen respektive über die Argumente. Es gibt eine ausführliche Geschichte, wo mein Newsletter abgebildet ist, mein aktueller Everyday Kaimi 138. Das ist auch bei marco.kaimi.ch unter den Blogs zu finden und es gibt dann noch eine zweite, die erwähne ich später. Nun, ich finde es schön, wenn wir sind ja so irgendwie etwas wie eine Mischung wie Guerilleros und Eichhörnchen, oder? Die Guerilleros, die verbreiten Informationen, suchen noch Unentschiedene für das Wochenende zu gewinnen. Und wie die Eichhörnchen sammeln wir die zusammen. Eine Dame hat mir geschrieben als Kommentar auf marco.kaimi.ch, ja, also wenn sie irgendwelche Verwandten anspricht oder Bekannte, dann wird sie immer abgeblockt und die würden sich nur bei der Taskforce und bei SRF und ARD informieren. Und es wäre so mühsam. Ja, es ist mühsam, oder? Und, aber auf die gute Seite zu kommen, auf die Erfolgsseite zu kommen, das hat nichts mit Corona zu tun. Das war eben schon immer mühsam, aber ich bin sicher,
es wird sich lohnen. Und wenn man dann nichts tut, wie das eben so viele tun, und Prinzip Hoffnung anwenden, dann muss man auch mal mit sich selber dann abbrechen und sagen, ja, was hätte ich eben auch tun können. Aber wir sind Guerilleros, wir sind entschlossen, erst recht jetzt, und wir sind eine gute Truppe und nicht wie die Bundeswehr. Bei uns geht es ums Weiterkommen, nicht nur ums Stillstehen. Ja, wenn es mit diesen Leuten da irgendeinen Kampf zu gewinnen, mit Queer Bundeswehr, das weiß ich nicht. Und auch das ist jetzt nicht unbedingt die ganz große Kampfestruppe, das darf man sehr gerne privaten machen. Da sind wir absolut hochtolerant, selbstverständlich. Aber wenn wir die Abstimmung gewinnen wollen oder ganz nahe, zumindest, das wäre dann die B-Limite, ganz nahe an die 50% rankommen können, dann brauchen wir eher sowas, die absolute Entschlossenheit und auch ein gewisses Draufgängertum, und vor allem braucht es Mut und Courage und nicht, ja, ich kann halt nicht, was denken dann die Leute, und ich bin noch in dem und dem Prozess drin und das wäre ganz schlecht. Man kann zu seiner Meinung stehen. Fertig, am Schluss. Und Guerilleros brauchen manchmal auch eine Uniform. Und es ist schön, wenn man da auch immer wieder, wenn man so etwas trägt, darauf angesprochen wird oder sich ganz klar auch bekennt zu etwas. Das gibt nicht nur immer Lob und Schulterklopfen. Aber eben, es ist halt der Weg zum Widerstand ist über raue Pfade. Aber raue Pfade führen eben auch zu den Sternen. Per aspera ad astra. Und ich meine da nicht AstraZeneca damit. Damit wir eben wieder aus diesen Situationen kommen. Schau mal, was ich da alles schwärzen muss. Everyday Kaimi 139, da bekommt ihr Taschenmunition für den Abstimmungskampf. Ich darf das nicht mehr mal drauflassen da auf dieser Plattform, für was das dann Argumente sind. Also da sind wir jetzt im 21. Jahrhundert einmal mehr zum Thema der freien Meinungsäußerung oder zur Schweizer Bundesverfassung, Gesetzesparagraf 17. Es findet keine Zensur statt. Wichtig auch, man weiß ja wirklich nie, abonniert den Newsletter. Informationen, wie man das abonniert, ebenfalls in der Infobox. Und er ist manchmal dünner und manchmal auch sehr ausführlich, wie dieses Mal ausgedrückt, sogar 8 oder 9 Seiten. Ich hoffe es nicht, aber es könnte mal sein, dass das das einzige Kommunikationsmittel ist. Und ihr findet sonst auch die Vorlage, wenn ihr nicht in die Infobox geht, unter männerpraxis.ch, Rubrik Newsletter. Abonniert bitte auch unseren Kaimi Report 2. Auch das ist, wenn ihr dann euch fragt, wieso kommt da nichts mehr auf Kaimi Report 1, den Newsletter nicht abonniert habt, oder? Dann guckt mal auf Kaimi Report 2, zumindest gibt es dann wieder neue Informationen. Das sind aber nur Worst-Case-Szenarien, aber wenn man schon aus dem War Room arbeitet, dann ist es wichtig, dass man das auch hat. Nun, ein Ausblick in die Zukunft. Wir werden nächsten Freitag, also übermorgen, werden wir kein Video machen. Der Grund ist, dass zwei Gründe. Erstens ist Niklas landesabwesend. Ja, er traut sich aus der Schweiz raus mit Testungen und allem Möglichen. Und zweitens haben wir mit der Produktion vom letzten Sonntag in unserem Salon War Room und mit der Produktion vom nächsten Sonntag haben wir wirklich so viel Arbeit und Investition, dass wir nicht einfach noch schnell ein Video für nächsten Freitag hin pushen wollten, nur damit es mehr Klicks gibt und so weiter. Schaut euch in Ruhe mal vielleicht solche an, die ihr noch nicht gesehen habt. Sie verlieren ja kaum an Aktualität. Und dann sind wir am Sonntag natürlich wieder um 12 mit einem YouTube-Teaser und Kurzinformationen wieder dabei, on air, und sind dann am Sonntag auch wieder in unserem Salon mit dem Thema Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da möchten wir einfach ganz klar darauf hinweisen, dass man weder als Arzt noch als
Jurist und schon gar nicht als Richter einfach tun und lassen kann, nur weil das irgendwelche Soziopathen einem sagen, dass das gut wäre und die Hoffnung haben, dass man da schlüpft, wie man so schön sagt. Die Geschichte zeigt uns ganz anderes, erfreulicherweise ganz anderes. Und das möchten wir dort ein bisschen aufarbeiten. Also soll auch eine Sendung der Hoffnung werden. Wie gesagt, am nächsten Sonntag, 17.10. um 12 Uhr, unser ganz normaler YouTube-Termin. Kaimi Report, der erste Kanal, und dann werdet ihr ja immer die Gebrauchsanweisung bekommen, wie es weitergeht. Aber am Freitag, da bin ich selbst am Recherchieren, da werden wir kein Video aufschalten, aber am Sonntag dann wieder. Jetzt noch ein paar Dinge wirklich in eigener Sache. Ihr wisst ja, ich bin Mitglied von Die Basis. Aber ich kann ja als Schweizer da nichts machen, also ich kann mich nicht als Bundeskanzlerkandidat aufstellen lassen, weil ich ja nicht deutscher Bürger bin, aber ich kann die unterstützen, auch finanziell. Und von daher, wie werden wir dort wahrgenommen? Wir haben übrigens 1,5% der Stimmen gemacht, ohne Berlin, weil Berlin, da durften wir irgendwie gar nicht wählen, weil es war ja irgendwie Riesenchaos. Und wahrgenommen werden wir als Partei für Energetiker, AIDS-Leugner und Holocaust-Verharmloser. Also das ist der Tagesspiegel. Ja, dort sitzt zum Beispiel in dieser Partei sitzt Wolfgang Wodarg, da sitzt auch Sucharit Bhakti, da sitzt auch Rainer Füllmich, also alles ganz extreme rechtsradikale Nazis und so weiter. Und warum erzähle ich euch das? Und jetzt merke ich, dass ich was vergessen habe. Ich bin aber gleich zurück. Voilà. Wer keinen Kopf hat, der hat Füße und Beine. Und die Partei, die Basis, respektive Andreas Schlothauer, bringt auch ein ganz schönes Magazin heraus, das heißt Basisgedanken. Und die letzte Ausgabe, es kommt 2 bis 3 Mal im Jahr, ist ein neues Produkt, hat immer etwa 100 Seiten, relativ dicht geschrieben. Und die letzte Ausgabe ist über die Schweiz, wie die Deutschen in der Schweiz oder die Schweizer in Deutschland wahrgenommen werden in diesem ganzen Kampf gegen diese Mikrobe, hat Interviews mit Michi Bubendorf, Christoph Pfluger, Priska Würgler, Marco Rima, Stefan Milios, Daniel Stricker und meiner Wenigkeit. Ich habe auch einen Artikel und ich sitze mit Priska Würgler da auch in der Redaktion drinnen. Der Preis ist, glaube ich, 7 Euro. Und man kann das direkt bei Andreas Schlothauer, ich mache seine Mail auch in die Infobox, kann man ein solches Exemplar bestellen. Es ist wirklich für Menschen, die gerne lesen, also es ist nicht Fokus, nicht viele Bildle, aber dicht und wie ich finde, gut geschriebene Interviews und Artikel. Dann das zweite und letzte in eigener Sache. Ja, Kabarett gibt es wieder. Ich durfte da meine Premiere von den Rache der Papayas feiern und es war schön, wieder mal zu spielen, Kabarett zu spielen, ein neues Stück. Die Derniere war ja vor ein paar Wochen im Emmental. Aber es wird ernst für mich. Die Konkurrenz wächst, weil auch Karl Lauterbach hat jetzt eine Comedy-Sendung. Ein lukrativer Vertrag, wie die Bild-Zeitung schreibt. Und also mein gegen ihn habe ich natürlich keine Chance. Also wir müssen uns warm anziehen. Ein paar Outtakes. Was gibt es da Neues? So stark steigt der Schutz mit der Boosterimpfung. Die Schweiz zögert mit der dritten Dosis, dabei belegen Zahlen aus Israel, wie wirksam diese ist. Dreifach Geimpfte sind viel besser als vor einem schweren Covid-Verlauf geschützt als doppelt Geimpfte. Ihr versteht das. Es fehlt einem die Energie, um so etwas noch zu kommentieren. Aber das ist so wirklich wie die Erwachsenen, die an den Knecht Ruprecht und den Samichlaus glauben.
Spahn und Wieler vom RKI werden für Doppelimpfung, also Influenza und Corona zusammen. Bestimmt auch ein, Tom Cruise würde jetzt sagen, Cocktail and Dreams, auch bestimmt ein spannender Cocktail, den die beiden hochbegabten Barkeeper da zusammenmixen lassen. Spahn sieht keine weiteren Beschränkungen, Krankenhausgesellschaft übt scharfe Kritik. Also er sagt ja, irgendwann ist das Ganze vorbei. Was macht aber diese Krankenhaus- oder respektive der Präsident der Krankenhausgesellschaft? Auf Grundlage offenbar falscher Daten werden Grundrechte eingeschränkt. Da kam ganz plötzlich raus, dass nicht etwa 63 oder 65% der Deutschen geimpft sind, sondern schon über 80%. Jetzt kann man sagen, ja, für alle Geimpften super, für die Nicht-Geimpften auch, die werden ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Und dann fragt man sich aber schon, im heutigen Zeitalter der Digitalisierung, wo Elon Musk nicht aufhört, irgendwelche Planeten in den Weltall zu schießen, ist das nicht möglich, so etwas wie eine Impfquote einigermaßen statistisch korrekt zu erfassen? Oder werden die Zahlen einfach nach oben geschlumpft, damit man dann das Ganze beenden kann und auf Japanisch von dannen ziehen darf, nämlich ohne das Gesicht zu verlieren? Also mich erstaunt das einfach, dass doch diese Institute wie das RKI, beim BAG ist es auch nicht viel besser, dass die den ganzen Tag eigentlich sich um Statistik und mit dieser Statistik um Bevölkerungsinformation kümmern, da immer wieder diese unglaublichen Datenpannen und haben, verstehe ich nicht. Spahn erwartet Ende der Corona-Pandemie im Frühjahr, na sag ich's doch, also da kann man doch sagen, ja, das waren alle brav und allein per se würde dann sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Verhalten von der Bevölkerung, hat sehr gut Maßnahmen angenommen. Wir sind vielleicht nicht so ganz mit ihrem Verhalten allein per se einverstanden, aber Hauptsache, sie sind mit ihren Schülern und Sklaven einverstanden, ist doch gut. Auch Beauties haben irgendwie etwas, wie heißt die, Dawson Crowes aus Holland. Ich werde mich nicht zur Impfung zwingen lassen. Ich würde sie sofort abführen lassen, wegen aufwieglerischem Widerstand gegen die Staatsgewalt, oder? Wer in der Schweiz andere von der Impfung überzeugt, soll künftig einen 50-Franken-Gutschein erhalten. Das hat man auch im Ausland gemerkt. Der Südkurier berichtet davon. Und er hat da ein bisschen Kopfschmerzen, weil die Kantone finden das ja nicht so toll mit diesem Gutschein. Man weiß auch nicht genau, für was der Gutschein ist. Für ein Teilabo der Basler Zeitung dann lieber nicht oder für Pizza. Und wir hätten da aber wirklich einen kreativen Vorschlag, wie es die Österreicher machen. Das war noch vor dem Rücktritt von Kurz. Übrigens, also wenn Kurz zurücktreten muss, dann wieso ist eigentlich Monsieur Alain per se immer noch im Amt? Das ist ja wohl einer der größten Witze, die es gibt. Nun, die Österreicher nutzen die Gutscheine super. In Wien wird nun im Bordell geimpft mit Puff-Gutschein. Also das könnte vielleicht irgendwie doch noch lockvogelmäßig wirken. Und jetzt, ach, wir haben, Gott sei Dank, haben wir wieder einen Bekehrten. Jan-Josef Liefers, ihr wisst noch, er war so der Rädelsfühler von dieser Hashtag Alles Dichtmachen Aktion, wo sich 51 Künstler beteiligt hatten. Am nächsten Tag waren es dann nur noch 33. Plötzlich war dann mehr oder weniger alles weg. Und er war jetzt, Jan-Josef Liefers, der Pathologe vom Krimi-Tatort in Münster. Er war jetzt einen Tag auf einer Intensivstation und er ist erschüttert, was er dort für Leid gesehen hat. Und er hätte sich zwar nicht besonders nützlich machen können, aber er hätte doch beim Umlagern helfen können und dafür hat er dann einen
eine volle, hochdichte Taucherbrille auch angezogen und zwei FFP2-Masken. Also er hat sich wahrscheinlich mit dem Erstickungstod ausgesetzt und konfrontiert, oder? Und gesagt, also kein einziger würde dort liegen, wenn er denn geimpft wäre. Also auch er ist jetzt auf die gute Seite getreten, hat diese Querdenker, diese primitiven Corona-Leugner verlassen und er weiß jetzt wieder, wo der richtige Gott hockt. Und da sind wir alle ausgesprochen froh. Also auch für mich ist noch, es gibt noch zwei Tatorts, oder gab noch zwei Tatorts, das ist der in Münster und der in Köln mit Max Ballhaus und Freddy Schenk. Aber jetzt Münster fällt jetzt auch weg. Und da haben wir auch so einen ehrlichen Gentleman, Günther Jauch. Ich bin ganz stark dafür, dass Leute, die geimpft sind, andere Möglichkeiten haben als diejenigen, die sich hartnäckig weigern. Meine Worte seit vielen Monaten. Und zum Glück wissen wir alles, dass Günther Jauch ja nicht gemogelt hat bei der Impfung. Und da ist es wichtig, dass dann immer wieder solche aufrechten und ehrlichen und redlichen Menschen uns sagen, wo der Bartli den Most holt, wohin der Hund seines Weges läuft. Ganz, ganz wichtig, das sind eben die Influencer, von denen auch allein Per Verset träumt, oder? Und wunderbar. Wenn du mich bist, du bist ein Vollidiot. Ein interessantes Plakat auch in einem Schularztzimmer in Niederösterreich. Nicht geimpfte Kinder sind misshandelte Kinder. Jawohl, impft alle diese kleinen Racker, das ist ganz wichtig, damit sie nach den Schulferien, das ist ja wieder die große, das große Narrativ, nach den Schulferien werden die Zahlen in den Schulhäusern wieder hochgehen. Weil es gibt ja nur noch einen Grund, dass die Kinder in die Schulferien gehen, damit sie sich infizieren, oder? Und damit sie das alles wieder in die Schulzimmer tragen und dort die Pandemie-Driver sind, dass man dann wieder Restriktionen einführen kann. Und ich weiß es nicht, ich hoffe, meine Glaskugel, ihr wisst, die ist sehr berüchtigt, diesmal versagt. Aber ich könnte mir vorstellen, so ab nächster Woche, ab 18. und 20. Oktober werden da wieder aus Brüder Grimm und Anderson und Trudi Gerster werden wieder neue Zahlen aus dem Kaninchenhut herausgezaubert, die uns dann wirklich unwiderruflich zeigen, dass wir wieder eine totale Kapazitätsengpass-Situation in den Intensivbetten haben und dass wir da mal darum auf 2G gehen. Und dann könnte ich mir vorstellen noch, dass es so dramatisch wird vor der Abstimmung, dass nochmals angezogen wird. Und sollten wir die Abstimmung verlieren, dann sind wir im Dezember dann wahrscheinlich bei 1G. Und im Februar, keine Ahnung, da impfen wir zum vierten Mal oder schaffen dann die Menschheit definitiv ab, mit Ausnahme einer oligotechnokratischen Restelite. Nun aber zu etwas Erfreulichem und zum Hauptding. Let's get ready to rumble! Ja, die noch aktuelle Weltwoche bis morgen, die hat mich jetzt wirklich... Da ist sie, die hat mich jetzt wirklich entzückt, weil ich muss jetzt da mal einen Kniefall machen und das meine ich jetzt wirklich nicht satirisch vor dem Chefredaktor Roger Köppel. Wir haben ihn auch schon kritisiert. Ich bin auch nicht an sein Sommerfest gegangen am 25. August, nachdem er da am Morgen eine riesen Propaganda für die Schlumpfung gemacht hat. Mittlerweile ist es aber das Beste, was passieren kann, dass ein Geschlumpfter sich dermaßen für die Nicht-Geschlumpften einsetzt. Das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ja, Köppel, der vertritt nur das Etablissement und so weiter und so fort. Das dürfen die schreiben. Es gibt auch einen netten Gentleman oder Gentlelady. Da habe ich jetzt wirklich Zensur geübt und gesperrt. Wenn man mich mehrfach angreift und sagt, ja, das ist ja super mit seiner Patientenverfügung, der Kaimi, dabei ist er längstens geimpft und ich dem widerspreche und es hört nicht auf, dann habe ich die Schnauze voll. Solche Menschen haben nichts auf meinem Kanal verloren und ich muss das nicht wie Herbert Kickl machen. Ich muss mich also nicht vor laufender Kamera
Blut entnehmen lassen und dann beweisen, dass ich nicht geimpft bin. Ich kann es gar nicht, weil ich habe Antikörper, weil ich seit Monaten jeden Tag praktisch in der Praxis stehe. Ich habe euch davon erzählt in einem der letzten Videos. Aber wenn man mir nicht glaubt, dass ich nicht geimpft bin, irgendwo gibt es noch ein Restvertrauen, oder? Dann ist das okay, dann kann man das machen, dann man muss mir nicht glauben und man muss mir nicht vertrauen, aber dann bitte geht zu SRF oder zu ARD oder zu Klaus Kleber in die Zentrale der Finsternis, aber hört auf, damit Schmutz um euch herum zu werfen. Nun, dieser Roger Köppel hat ein sensationelles Editorial geschrieben, das uns auch ein bisschen den Titel zu dieser Sendung gegeben hat. Während den Anfängen, und ich möchte da einiges daraus zitieren, dass ich in dieser Art und Weise, muss ich sagen, in einer Schweizer Presseerzeugnis, wo ist die Weltwoche? Ist die beim Mainstream oder ist die bei den freien Medien? Also ich würde sagen, sie ist, wenn man die Mitte nimmt, doch auf der Seite der Mitte, ich darf nicht sagen rechts oder links, weil es hat damit nichts zu tun, die nicht die Seite der Mitte, die nicht so nahe bei den Mainstream-Medien liegt. Ich hoffe, das ist in etwa die Definition, mit denen ein paar Leute leben können. Und er schreibt, Zitat Roger Köppel, die Schweiz ist auf einer abschüssigen Bahn. Ich rede nicht vom Wohlstand, der ist noch da, es geht uns zu gut. Ich rede von der Freiheit, wir sind im Begriff, die Freiheit abzuschaffen, ohne es zu merken. Es ist ein Skandal, wie die Minderheit der Ungeimpften in unserem Land behandelt wird. Der Staat grenzt sie aus, unterdrückt sie, beraubt sie fundamentaler Freiheitsrechte. Menschen zweiter Klasse, Heloten, Untermenschen, liebe YouTube-Zensoren, das ist nicht, ich sage das nicht, das ist Quelle Weltwoche. Ja. Zitat weiter, die Medien und viele Politiker jubeln mit, berauschen sich auf Seiten der Mehrheit an diesem Akt der Unterdrückung einer Minderheit. Es ist widerlich. Hier zeigt sich, was mit Medien geschieht, die sich von den Regierenden durch Subventionen kaufen lassen. Ein trauriges Kapitel. Der Bundesrat schafft den zertifizierten Schweizer. Angeborene Freiheitsrechte werden plötzlich an willkürliche Bedingungen geknüpft. Haben wir den Verstand verloren? Seit wann darf uns der Staat medizinische Behandlungen aufzwingen? Der faktische Impfzwang ist nichts anderes. Zitat Ende. Ich habe auch in meinem letzten Newsletter geschrieben, wir wollen keinen medizinischen TÜV. Wir wollen als Gesunde, die uns wohlfühlen, eigenverantwortlich, nicht mit Fieber und der Seuche ins Restaurant gehen. Wir wollen keinen medizinischen TÜV der Staatsobrigkeit. Ich zitiere weiter. Der Bundesrat regiert in unsere Körpersäfte hinein. Damit bricht er die Verfassung und er verlässt den Boden wissenschaftlicher Erkenntnis. Ungeimpfte sind für die Geimpften, die ja geschützt sind, keine Bedrohung. Wieso unterdrückt man sie? Die Unterdrücker widersprechen. Der Ungeimpfte stelle für sich selber eine Bedrohung dar. Und jetzt? Der liberale Staat hat nicht die Aufgabe, seine Bürger daran zu hindern, krank zu werden. Macht er es trotzdem, reißt er eine Macht an sich, die ihm nicht zusteht. Aber die Ungeimpften sind doch eine Gefahr für unser hochwohlheiliges Gesundheitswesen. Sie nehmen anderen, in Anführungszeichen, legitim, Schlusszeichen, Kranken, die Spitalbetten weg, binden Kapazitäten, die anderswo gebraucht würden, weil die Ungeimpften selber schuld sind, wenn sie krank werden. Zitat Ende. Das ist eine spannende Geschichte, weil wenn ich jemandem sage, aufgrund seiner Blutwerte, seines Herzens und so weiter, es wäre von Vorteil, wenn er aufhören würde zu rauchen und er das nicht tut, schließe ich ihn dann vom Restaurantbesuch, wo es auch ein Fumoir gibt, aus, schließe ich ihn dann von einem Spiel, einem Fußballspiel aus. Nein, tun wir nicht, selbstverständlich nicht. Wenn jemand 40 Kilo zu viel hat und auch nach 5 Jahren immer noch 40 Kilo oder noch mehr zu viel hat, wird er dann von irgendetwas ausgeschlossen. Er darf alles machen. Er darf auch in eine Nacktbadeabteilung gehen, eines öffentlichen Bades. Er wird nicht diskriminiert und das ist auch gut so. Ich zitiere weiter.
Was die Verfechter dieser Gesundheitsdespotie nicht sagen, aber meinen, es gilt, den gesunden Volkskörper zu schützen vor den ungesunden Ungeimpften. Merken die Fürsprecher der Gesundheitstyrannei, der Minderheitenunterdrückung wirklich nicht, in welch finstere Vergangenheit sie sich hineinargumentieren? Zu hart formuliert, wenn die Mehrheit nicht hinschauen will, muss man die Dinge zur Kenntlichkeit darstellen. Als die erste AIDS-Welle unter den Schwulen und unter den Drogensüchtigen tobte, hat niemand die Diskriminierung dieser Minderheiten gefordert. Zum Glück nicht. Niemand hat ihnen einen Kondomzwang befohlen oder die Drogensüchtigen auf Zwangsentzug gesetzt. Zu Recht. Es gab keine Prämien für Safer Sex und niemand wäre auf die Idee gekommen, einen Heroinsüchtigen vom sozialen Leben, vom Kino- oder Restaurantbesuch auszuschließen. Mit kaltblütiger Selbstverständlichkeit werden heute allerdings die Ungeimpften ausgegrenzt, obwohl sie nicht die geringste Bedrohung darstellen für alle anderen, die sich freiwillig haben impfen lassen. Der Bundesrat behauptet, die Zertifizierung bringe die Freiheit zurück. Welch sprachpornografische Begriffsverdrehung. Freiheit, die auf der Unfreiheit von Minderheiten beruht, ist keine Freiheit, sondern Unfreiheit. In den USA munter schreitet die Zerstörung der Freiheit durch den Staat und die mit ihm verbundenen Legionen voran. In den USA sperren die großen Networks Facebook und YouTube auf ihren Kanälen inzwischen Mediziner, die gegen das Impfen sind und der staatlichen Corona-Politik widersprechen. Dabei gehört zur Wissenschaft immer auch der Widerspruch, wie die Skepsis, das Querdenken zur Demokratie. Bei Corona ist Widerspruch verboten. In Deutschland ist der Oppositionssender Russia Today soeben von YouTube verbannt worden, weil er auch Skeptikern der Corona-Politik Sendezeit einräumte. Wir sind die einzigen Quellen der Wahrheit, dröhnte Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern, die ihre Insel wie eine Gefängnisaufseherin regiert. Es gibt, Zitat Ende, es gibt einen großen deutschen Theologen, Martin Niemöller, und Roger Köppel schließt sein Editorial mit Worten von ihm, ich zitiere: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren könnte. Zwischen der Freiheit und der Unfreiheit stehen nur wir, die heute lebenden Schweizer. Während den Anfängen. Zitat Ende. Also, lieber Roger, großartig und das macht Mut für mehr und für das, was kommt. So kann es nicht weitergehen, weil die nächsten Agenden laufen. Es wird immer mehr über Blackouts gesprochen, es wird immer mehr über Klima-Lockdowns gesprochen, es wird langsam fast ätzend immer mehr über Gender gesprochen. Da haben wir eine Schauspielerin, Elisabeth Shue. Ich glaube, alle Menschen sind eigentlich bisexuell und dann finden wir raus, mit wem wir eine Beziehung haben wollen. Also ich bin froh, liebe Elisabeth, ich habe wieder etwas dazu gelernt, oder? Und ich denke, auch der Prez hat ja immer was zu sagen. Diesmal gibt mich im Reich ein gedankliches Schlachtfeld liegt in den letzten 20 Monaten hinter uns. Und ich denke, es wird noch nicht vorbei sein. Und darum brauchen wir auch immer wieder jemanden, der da eine saubere Auslegung macht und uns auch Perspektiven gibt. Short. We need a great reset. Jawohl. Sei un coglione. Ganz genau. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr bei uns wart. Genießt den Rest der Woche, den Start ins Wochenende. Wir sehen uns an gleicher Stelle am Sonntag um 12 und marschieren dann in unseren War Room Salon ab und schauen uns einmal ein bisschen diese Geschichte gegen die Menschlichkeit an.
Denk daran, alles sind wir Botschafter, alles sind wir Influencer, alles sind wir Eichhörnchen, alles sind wir Guerilleros, die jede einzelne Nein-Stimme, und ihr müsst dann Nein stimmen, also konzentriert euch, es sind vier Buchstaben, N-E-I-N. Weil wenn man sich verschreibt und durchstreicht, dann kann es sein, dass die Stimme nicht gültig ist. Und ihr habt nur einen Wahlzettel. Und werft die postale Stimmen, werft ihn nicht zu früh ein. Also er sollte Mittwoch, Donnerstag dann vor diesem 28. sollte er im Wahllokal sein und noch besser, die Zeit und Muße haben, geht mal wieder zur Urne, wie in der guten alten Zeit, ja nicht zu früh diese Wahlzettel abschicken im Sinne, ja es ist ja dann gemacht, macht euch ein Memo, klebt ein Post-it an die Türe, Wahlzettel abschicken oder wählen gehen. Und das gilt auch für die Jungen, sage ich jetzt mal ganz bewusst so. Nicht die bei Maß voll sind, sondern die anderen, die das Gefühl haben, ja, ich bin ja jetzt geimpft, super, jetzt darf ich wieder reisen und in den Ausgang gehen. Ich kann euch eins sagen, auch euer Impfpass läuft ab. Und bis jetzt habt ihr drauf, bis wann er gültig ist, das kann sich ändern. Und dann geht ihr vielleicht noch etwas häufiger schlumpfen. Also das ist eine trügerische, sehr, sehr temporär limitierte Freiheit. Es ist nicht einfach getan mit diesen Peaks. Also bleibt wachsam in diesem Sinne. Alle Macht dem Souverän. United Non-Compliance. Und danke, dass ihr da wart. Salut zusammen. Saludos a todos. Bis am Sonntag.